Puh, und war. Was? Das war doch kein Foul. Hackt es? Wo war das denn bitte ein Foul? Rot? Wie lächerlich ist das denn bitte? Sag uns zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Heute die vierte Episode hier auf dem Kanal und es geht für uns weiter in der Premier League und mit dem Transfer Deadline Day. Sehr, sehr interessante Dinge sollen hier noch passieren und was genau, das erzähle ich euch gleich. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da packen wir für die letzte Episode, in der Transfers möglich sind, nochmal 1000 Likes, das wäre richtig, richtig nice hier nochmal. Wir haben die letzten Episoden immer ganz gute Like-Zahlen gehabt, aber die 1000 waren nie dabei. Vielleicht packt das ja heute, zieht euch nicht aus der Verantwortung, ihr schafft das und glaubt mir, in den nächsten Tagen und Wochen wird, wenn das hier weiter so gut läuft und weiter so gut ankommt, natürlich die Motivation bei mir steigen und immer mehr City- und Hannover-Karriere kommen. Das heißt, es lohnt sich für euch auch, also lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Link zu meinem Merchandise, selbstverständlich. Ihr bekommt bei IG Vault 6% Rabatt mit dem Kopfax Gaming TV für günstige FIFA-Münzen und meine Social-Media-Links sind auch noch in der Beschreibung. Es lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wir spielen heute im Derby gegen Manchester City, wir spielen gegen Bournemouth und wir spielen gleich nochmal gegen Manchester City, United. Warum habe ich City gerade gesagt? Wir sind Manchester City. Wir spielen zweimal gegen United in dieser Episode. Und zwar einmal im Ligapokal, da spielen wir auswärts. Und danach spielen, beziehungsweise davor, spielen wir einmal in der Liga ebenfalls auswärts. Zweimal Old Trafford, dazwischen zu Hause gegen Bournemouth. Das werden wir simulieren. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Aber wie gesagt, Transfer Deadline Day. Und ich habe euch nochmal gefragt, Leute, wen wollt ihr sehen? Sollen wir noch irgendwen Besonderes holen? Und bei mir ist so ein bisschen durchgekommen, ja, aber ihr wisst nicht so genau wen. Und wir brauchen eigentlich keine Spieler mehr. Wir sind im Sturm ideal besetzt. Das Mittelfeld ist krank besetzt. Die Verteidigung ist erstmal sehr, sehr gut besetzt. Unser Torwart, beziehungsweise im Tor, sind wir mit Bravo und den ausgeliehenen Rulli und Hart auch sehr gut besetzt. Aber die Innenverteidigung. Wir haben Talent, wir haben Company, wir haben Stones und wir haben Varane. Da können wir noch einen holen. Die Innenverteidigung wird weiterhin bestehen aus Raphael Varane und John Stones, aber wir haben theoretisch neben Kompany noch einen freien Spot, weil Humphrey Grant eventuell noch ausgeliehen wird und da haben wir drei sehr interessante Spieler und zwar José María Jiménez, dazu Niklas Süle und als letztes noch Marquinhos vom PSG. Bei all denen werden wir versuchen, die zu holen. Marquinhos noch flexibel als Rechtsverteidiger einsetzbar. Jiménez meine ich als Linksverteidiger, war er zumindest letztes Jahr, hat nicht die Werte dafür, aber im Notfall. Und Süle ist halt einfach ein bockstarker Innenverteidiger. Es sind alles drei Spieler, die theoretisch in meinen Augen noch recht gut zu City passen, weil sie Megatalente sind und auch solche möchte City ja ganz gerne haben. Ob wir einen davon bekommen, ist die große Frage und wer wirklich der realistischste wäre, auch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr wollt am liebsten Jiménez haben. Und PSG akzeptiert direkt mal 20 Millionen für Marquinhos. Er ist der teuerste vom Gehalt her, aber 20 Millionen ist ein relativ niedriger Betrag dafür, dass er theoretisch auch Außenverteidiger spielen kann. Hoffenheim möchte 36 Millionen für Süle. Der ist übrigens tatsächlich nur 20 wert, während Marquinhos 23 eigentlich wert ist. Es wäre also ein absoluter Schnapper und in meinen Augen ein ziemlicher Top-Transfer, wenn wir Marquinhos holen. Aber wir sehen jetzt mal, was die nächsten Sachen sagen. Atletico Madrid akzeptiert 33 Millionen für José María Jiménez. Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Wäre bei uns auch wichtiger Stammspieler. Kommt jetzt noch, wann er das Angebot annimmt oder nicht. Und Hoffenheim ist ein hoffnungsloser Fall. So, Freunde, und jetzt wird's schwierig. Die Möglichkeit der Entscheidung besteht zwischen Marquinhos vom PSG für 5 Jahre und 100.000 wöchentlich 20 Millionen Ablöse oder für 33 Millionen José María Jiménez von Atletico Madrid mit 60.000 Geld für 4 Jahre. Eieiei, ich muss echt überlegen. Ich habe mich entschieden, es wird der Mann von Atletico Madrid, es wird José María Jiménez. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, ich weiß es selber nicht so, würde ich warm Bauchgefühl, als ihr den lieber haben möchtet. Beide haben das gleiche Potenzial, ein ähnliches Rating, also im wirklichen Grund hatte meine Entscheidung am Ende jetzt nicht. Will Patching leihen wir noch zu Shrewsbury aus und wir gucken uns jetzt einmal ganz kurz an, was noch so abgeht im Rest der Liga, beim Rest der Liga, was die Ausgaben angeht. Crystal Palace hat sich für 26,5 Millionen bei Nahon Klichy geholt. Dazu haben wir bei Arsenal ein bisschen was, die haben mal ein bisschen investiert für Otamendi, das wissen wir ja, und Fourier, dafür mehr ausgegeben als für Bellerin und Özil. Das ist ein bisschen weak. Dann haben wir Lecon und Cook als Neuzugang bzw. Abgang. Bei Bournemouth, wir haben 8,5 Millionen Zugänge, unter anderem Mounir bei Burnley, wahrscheinlich per Leih, ich weiß es aber auch nicht. 109 Millionen hat Chelsea ausgegeben, 24 eingenommen für ja, den Kollegen Zuma, Laporte, Fonte und dazu Lacazette. Sehr gute Transfers an sich, aber sturmtechnisch sind sie total überbesetzt jetzt. Dann haben wir bei Everton Navas und Schmeichel für 35,5 Millionen, aber Lukaku verkauft an United, wie wir hier schon sehen, für 65,5 Millionen. Liverpool hat 80 ausgegeben für Özyaqob, Kagawa, Ramos und Gonalon, ich weiß nicht mit welchen Ramos. Dann haben wir Middlesbrough, René, Moschia und Garcia für 11,2 Millionen.
Ja, Southampton haben sich Stocker gegönnt von Hertha BSC Berlin und Long und Fonte verkauft. Sunderland hat gar nichts gemacht, die Black Cats. Dann hat sich Watford Muslera geholt. Die haben sich Heubach und David geholt. Aha. Ja, Leicester hat sich Schmeichel abgegeben. Das heißt, Ziel ist da jetzt Stammtorwart. Dominguez, Ferreira, Kolo, Dzeciak und so geholt. Und wir haben 220 Millionen knapp ausgegeben und haben 91 eingenommen. Das ist schon ordentlich. Bei United ist nicht weiter was passiert. Bei Stoke, naja, Long und Quirk. Und bei Swansea 60 Millionen für den Young Fernando, Meyer und Roland. Nehmen wir in Spurs, Entschuldigung. Swansea hat gar nichts gemacht. Und auch West Brom hat nichts gemacht. Smolnikov und Bellerin bei West Ham United, die 35 Millionen für Rechtsverteidiger ausgegeben haben. Interessant. Und Southampton will am Transfer Deadline Day Sterling haben. Wahrscheinlich. Und damit sind wir durch und haben die nächste Hiobs-Botschaft. Gott sei Dank haben wir Ben abgeholt, weil Kolarov fällt wie immer am 1. September nach einer Trainingsverletzung für 3 Wochen aus mit einer Kniesehnenzerrung. Sehr schmerzhaft. Und wir loben unser Team natürlich für die bisherigen Leistungen vor dem Spiel gegen United. Und gehen dann zusätzlich ins Training und haben da folgende Ergebnisse. Aber Neuling Kimmich und auch ansonsten sieht das okay aus. Sergio Aguero möchte gegen United gerne spielen. Das darf er natürlich auch. Und jetzt die große Frage. Welches kommentiert er nach und welches macht er live? Fragt euch das ernsthaft? Wir spielen in der Liga. Das ist doch viel geiler für eine Sportschau. Auf geht's. Manchester Derby und die Stadt on fire. 2 neue Trainer bei ihren Vereinen mit der großen Chance, den ersten Sieg gegen den Rivalen einzufahren. Natürlich eine Aufgabe für beide. Das Wetter, die sich aber trotzdem sehr viele Fans im Stadion, selbstverständlich Old Trafford, das Theater of Dreams ausverkauft. Manchester City wie gewohnt in Himmelblau und Manchester United in den roten Trikots. Momentan läuft es für die Citizens deutlich besser als für Man United, die nur auf der Tabellenplatz 6 stehen. City momentan mit 3 Punkten Vorsprung vor den Red Devils auf Tabellenplatz 1. Dementsprechend Mourinho ein bisschen mehr unter Druck als MGT. Und das wollte der natürlich überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Wir haben einen wunderschönen Blick auf das Stadion. Sieht klasse aus. Und so klasse sieht auch der Kader von Man United aus. Gucken wir mal auf die Marktwerte. Unglaublich teure Spieler dabei. Natürlich vor allem hervorzuheben die neuen Spieler. Henrik Mkhitaryan, Paul Pogba oder auch Zlatan Ibrahimovic. De Gea im Kasten, Damian Bailey ebenfalls Neuzugang von Villarreal gekommen. Smalling und Luke Shaw nach langer Verletzung wieder auf der linken Seite beheimatet. Davor Schneider noch mit Pogba, rechts Mkhitaryan, links Anthony Martial und davor Juan Mata und der eben genannte Zlatan Ibrahimovic in seinem Premier League Debüt gegen Manchester City. Hat ja bereits in der Champions League gegen sie gespielt, aber heute kommt in der Premier League drauf an. José Mourinho hat so sein Team also aufgestellt. Wir schauen auf die Aufstellung von Trainer Neuling MGT. Noch lange nicht so lange im Geschäft wie Mourinho, aber trotzdem mit einer sehr guten Elf. Bravo, Zabaleta, Varane, Stones und Bernat. Davor dann Busquets auf der 6er-Position zusammen mit Gündogan und David Silva und vorne drin Nolito, Sergio Kun, Aguero und Kevin De Bruyne. Sehr starke Aufstellung also zuletzt Nolito mit dem entscheidenden Tor gegen West Ham United. Dementsprechend der heute in der Startelf auch gegen die Red Devils. Die Citizens schwörten sich ein und wir sehen da gleich einen der wichtigsten Spieler, Kevin De Bruyne. Auf ihn sollte es auch heute wieder ankommen. David De Gea war auf ihn und vor allem auf die offensive Kraft von Sergio Kun Aguero gefasst. Schiedsrichter Andrew Mariner pfiff die Partie dann an und wir springen rein in die erste Szene der Partie. Und die hatte gleich weniger mit Offensivaktionen und Chancen zu tun, als vielmehr mit Nicklichkeiten und englischer Härte, die einer eigentlich gar nicht noch so kennen sollte. Und das ist Bailly, der Ivora hier mit dem ersten Foul der Partie nach 4 Minuten. Und direkt greift Mariner durch und zeigt ihm die gelbe Karte. Bitter für Bailly in dieser Anfangsphase. Nolito wollte er da wohl nicht so wie gegen West Ham durchsprinten lassen und kriegt dafür direkt mal die Quittung vom Schiedsrichter. Sollte United aber nicht weiter aufhalten. Wir gucken trotzdem noch einmal auf diese Szene. Und wir sehen, Nolito wäre wohl durch gewesen, hätte er da das Bein nicht ausgefahren. Und das ist vielleicht englische Härte, aber das wird auch in der Premier League mit einer gelben Karte bestraft. Und da kann auch Mourinhos Beschwerde nichts gegen machen. City war in der Anfangsphase das bessere Team, hatte die erste Gelegenheit über Kevin De Bruyne gerade angesprochen. Er und Aguero natürlich die gefährlichsten Männer in der Offensive. Allerdings kein Problem, dieser Schuss für De Gea. Die zweite gelbe Karte ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Diesmal gegen De Bruynes Gegenspieler Luke Shaw. Und auch diese gelbe Karte war gerechtfertigt. Von Man United war nicht viel zu sehen in der Anfangsphase, außer halt diesen Foulspielen, diesmal eher gegen Ilkay Gündogan, den Neuzugang von Borussia Dortmund auf Seiten der Citizens. Auf der anderen Seite kam Man United dann erstmals vors Tor und das war richtig gefährlich hier über Anthony Martial, der Franzose mit der ersten Chance für die Red Devils. Auf der anderen Seite wurde es auch prompt wieder gefährlich, Zabaleta mit der Flanke, Nolito wird da angeköpft, aber Gott sei Dank für Man United nur an seinem Brustkorb und nicht auf das Bein. Dann Sergio Aguero und De Gea mit einem klasse Reflex. Wir sehen,
Es war hier ordentlich Feuer drin, es ging Schlag auf Schlag und Agüero hätte hier fast sein nächstes Saisontor erzielt. Wir sehen Paul Pogba da im Zweikampf mit Agüero. Das sollte noch seine Wichtigkeit bekommen in der nächsten Szene. Agüero mit dem Pass zurück und da ist Pogba. Busquets rennt in ihn rein und es gibt Elfmeter. Andre Mariner zeigt auf den Punkt. Pogba versteht die Welt nicht mehr und das kann jeder Zuschauer im Stadion nachvollziehen. Die Citizens wissen auch überhaupt nicht, was da los ist. Wir sehen es an den Gesichtsausdrücken, aber es gibt tatsächlich den Strafstoß für Manchester City. Eigentlich ist das Foul eher das von Busquets. Er rennt in Pogba rein, aber anscheinend sieht Mariner darin das Verhindern einer Torchance von Pogba für Manchester City. Busquets hatte den Ball zumindest berührt und dementsprechend kann man zumindest aus dieser Sicht der Elfmeter rechtfertigen, auch wenn es natürlich eine Fehlentscheidung blieb. Agüero lässt sich die Chance nicht entgehen, lässt Necky ein zum 1:0 für seine Farben. De Gea hat die falsche Ecke und der Argentinier macht seine nächste Bude. Er ist momentan in unfassbarer Form, er trifft wie er will und macht seine mitgereisten Fans ins Old Trafford, muss man ja sagen, es ist ja die gleiche Stadt, mehr als froh. Die Nummer 10 der Citizens eiskalt verwandelt und jetzt war es natürlich an Manchester United zurück zu kommen und zu reagieren, denn ihr bester Mann bisher, David De Gea, war überwunden worden und jetzt hing es an beispielsweise Zlatan Ibrahimovic und da ist der Kopfball, aber nicht von Ibrahimovic, sondern von Smalling, der Kapitän, versucht jetzt Verantwortung zu übernehmen und der war definitiv nicht schlecht, geht knapp am Kasten vorbei, Herrera hätte da eventuell noch seinen Fuß reinhalten sollen. Damit ging es also in die Halbzeit, MGT bisher mehr zufrieden als José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, von ihm hatten wir bisher noch gar nichts gesehen im ersten Durchgang, ganz, ganz wenig vom Schweden, da musste mehr kommen in Durchgang 2. Allerdings, ja, berief sich José Mourinho eher auf etwas anderes, brachte überraschenderweise Bastian Schweinsteiger für Morgan Schneiderlin und der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sollte gleich eine gewisse Bedeutung bekommen, denn es ging erstmal in Richtung, ja, des Tores von Man United. Keiner kann David Silva aufhalten, De Gea ist da. Aber irgendwie war die Präsenz von Schweinsteiger wichtig. Hier hat er den Ball, treibt ihn nach vorne, da ist Pogba. Und Pogba hat eine klasse Idee, spielt den Ball nämlich gleich nach einigen Schwierigkeiten raus auf Henrik Mkhitaryan, der in der Mitte. Und jetzt kommt One-Touch-Football vom allerfeinsten. Schweinsteiger legt ab, Martial ist da, 1:1. 55. Spielminute, Schweinsteiger war 10 Minuten auf dem Platz und machte direkt die Vorlage für den Franzosen und für den Ausgleichstreffer der Red Devils. Wunderbarer One-Touch-Football, Zlatan auf Schweinsteiger und der auf Martial, da ist Bravo chancenlos. Die Defensive von Man City schlafmützig und Martial dementsprechend mit seinem ersten Saisontor in der Premier League im vierten Spiel. Auf der anderen Seite versuchte United direkt wieder sich selbst das Tor reinzulegen, Agüero komplett ungedeckt und diesmal war De Gea aber da. Wunderbarer Reflex gegen den Argentinier, den musste so auch erst mal halten mit dem rechten, nein, mit dem linken Schienbein, lenkt er den Ball über die Latte, aber jetzt war City giftig, die wollten die Führung zurückhaben, De Bruyne außen gegen Martial, die Flanke auf Agüero, der kommt nicht ran und Busquets versucht einfach mal aus der Distanz, aber der war nach 66 Minuten nicht so gefährlich. Anders auf der anderen Seite, plötzlich der Spanier Herrera mal frei vor Bravo, der den Ball aber klasse pariert, trotzdem, jetzt war Herrera plötzlich der Mann im Zentrum der Aktionen, Ibrahimovic auf der Außenbahn, seine erste richtig gute Aktion, dieser Ball auf Herrera, 5 Meter vor dem Tor, den muss er machen, aber Bravo mit einem Weltreflex verhindert er hier das 2:1 für United im Old Trafford. Auf der anderen Seite war es De Gea, der Agüero die Neite sozusagen verhindert, dass der traf und hier war es, ja, Bravo gegen Herrera, dann Foul von John Stones in der 90. Minute. Nachspielzeit schon angebrochen, es gibt zu Recht die gelbe Karte für diese Aktion an der linken Strafraumgrenze und nochmal eine Freistoßchance. Herrera beschwert sich da, Pogba mit dem Freistoß, allerdings direkt in die Arme von Bravo und dann war es auch vorbei. Erschreckend harmlose Red Devils spielen gegen erschreckend harmlose Citizens 1:1, es gab nicht viele Strafraumszenen, keine vielen hochkarätigen Chancen. Die einzigen bei Manchester City hatte eigentlich Sergio Kun Agüero, der ja auf Elfmeter das Tor erzielt. Und die einzigen bei Man United eigentlich an der Herrera. Aber es reichte für Martial trotzdem zu seinem ersten Saisontor. Zufrieden kann damit definitiv City mehr sein als United, denn die bleiben weiterhin 3 Punkte auf Distanz. 1:1 im Old Trafford im Duell in Manchester. Nur unentschieden gegen Man United. Das müssen wir im Pokal natürlich deutlich besser machen, gar keine Frage. Erster Punktverlust, doof. In der zweiten Halbzeit keinen Zugriff mehr gehabt, offensiv, ich weiß nicht woran es lag, aber das muss im nächsten Spiel besser laufen. 3x B, 2x D und Iheanacho ist kurz vorm Upgrade auf 77.
So, dann spielen wir mal gegen Bournemouth und zwar mit Bravo, Zabaleta, Stones, Company, Bernard, Busquets, Gündogan, Thiago, Sane, Agüero und Nolito wieder auf der linken Seite. Der hat jetzt ein bisschen in den Startelf reingespielt. Simulation ist immer so ein bisschen scheiße. Thiago schießt den Elfmeter, warum nicht Agüero? Aber okay, 1-0, Bernard kriegt die gelbe Karte. Wie gesagt, Simulationen sind immer so ein bisschen kritisch, aber momentan führen wir ja schon mal. Agüero legt direkt nach, macht das 2-0. Ich wiege mich in Sicherheit und wir gewinnen 4-0. Hattrick von Thiago, was ist denn da los? Damit stellen wir jetzt den Top-Torjäger der Premier League und den drittbesten Torjäger der Premier League. Das ist ziemlich nice. Danach kommen übrigens nach Agüero vier Mittelfeldspieler. Okay. Diesmal versuchen wir mal José Mourinho zu verunsichern. Und Leroy Sané dankt uns, dass er spielen durfte. Wollte er nämlich gerne und hat auch gut gespielt. So, dann trainieren wir nochmal gediegene Runde und schauen, was dabei rumkommt. Da ist das Upgrade für hier, Nacho. Sehr, sehr schön. Und Sterling, ja, alles klar. Dann gehen wir rein in die Partie gegen Man United, würde ich sagen. Auf geht's! Wieder einmal das Theater of Dreams, aber diesmal bei Nacht. Der Parking Lot, die Parking Lot ist mal wieder überflutet, aber in Ordnung. Da stehen noch zwei Autos auf der Brücke, beziehungsweise vom Stadion, warum auch immer. Spielkommentatoren sind nicht Wolf Fuß und Frank Buschmann, sondern ich. Und die beiden Mannschaften laufen rein und wir haben einige Veränderungen vorgenommen. Die gucken wir uns gleich mal an. Zunächst mal Close-Up. Paul Pogba, der teuerste Spieler der Welt, spielt heute auch wieder gegen uns. Letztes Mal diesen Elfmeter verschuldet, der eigentlich kein Elfmeter war, wo wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir da das Tor draus geschossen haben. Diesmal sind wir im Fokus. MGT, aka Pep Guardiola 2.0. Hier haben wir José Mourinho. Sieht schon sehr, sehr geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Haben sie gut gemacht. Man United spielt mit De Gea, Damian Blind, Bailey und Luke Shaw. Pogba, Schneiderlin, Mkhitaryan, Martial davor in der Sturmspitze. Zlatan Ibrahimovic und Mata auf der 10. Ja, interessant. Diesmal also kein Smalling bei uns, dafür ganz verändert. Bravo im Kasten davor, Kimmich, Varane und Jimenez in seinem Debüt. Auf der linken Seite Kolarov, der wieder fit ist. Busquets, Thiago, der Hattrick-Mensch im Mittelfeld mit Gündogan. Vorne Agüero, Sterling und Kevin De Bruyne. Wir haben also viele ehemalige Bundesligaspieler auf dem Platz. Auch bei Man United. Richard Clark ist der Schiedsrichter. Mkhitaryan wollen wir ausschalten. Rein in die Partie. Oh, was für ein Tackling von Varane, der da verhindert, dass Ibrahimovic zum Abschluss kommt. Vorher Kolarov mit der Grätsche unglücklich. Ganz starker Auftrag von United, aber gut von unserer Defensive. Sergio Aguero viel schneller als Daily Blind. In der Mitte ist Kolarov mitgelaufen am zweiten Pfosten. Gündogan! 1-0! 14. Minute, Aguero legt vor und eigentlich wollte ich Kolarov anspielen, aber Gündogan macht das Tor. Richtig gut. Viel schneller als Blind, der da nicht mehr richtig mitgeht und in der Mitte passt irgendwer nicht auf Gündogan auf. Ich glaube, es war Damian. Ich glaube, es ist Gündogans erstes Tor für uns, auf jeden Fall das erste im EFL Cup. Jetzt muss United natürlich antworten und wir könnten theoretisch Platz haben. Gündogan raus auf De Bruyne, weiter auf Agüero, da wollte ich rüberspielen auf Sterling, hätte ich es mal alleine gemacht. Kolarov unglaublich stark gegen Ibra, den fucken wir hier in der Anfangsphase gut ab. Agüero, sehr gute Ballmitnahme, und dann ein bisschen zu ungestüm. Freistoß für United, gute Position, Ibra flankt den, würde er normalerweise niemals machen und deswegen funktioniert das auch nicht. Wir könnten kontern, aber es ist keiner vorne. Oh, das war stark gemacht von Pogba, Ibrahimovic und der schießt daneben, Gott sei Dank. Alter, war das gut gemacht. Kontergelegenheit vielleicht mal, gerade eben nach dem Tor stand United offen, jetzt sind sie defensiv wieder sehr stark, jetzt bleibt Sterling da verletzt liegen, nicht schön, weil Gündogan den Ball sofort wieder erobert hat und Sterling muss wohl raus. Och nee. Knickt da blöd mit dem Knie um oder mit dem Fuß, man weiß es nicht. Sané, gerade eingewechselt, jetzt erstmal am Ball außen gegen Matteo Damian. Macht das da gut, geht in die Mitte mit sehr viel Tempo, könnte abschließen, versucht das auch, aber leider abgefälscht. Gündogan mit der Flanke, Agüero, das war nochmal gefährlich da, weil Damian nicht ins Kopfballduell kommt. Halbzeit. Bisher macht United einen guten Job. Offensiv, defensiv auch. Allerdings haben sie einmal geschlafen und da haben wir direkt zugestochen. Ab und zu sind sie mal anfällig, aber sie stehen sehr solide. Wir müssen jetzt weiter darauf pushen, das 2-0 zu machen und vor allem bei Damian spielen, weil der ist nicht gut drauf. De Bruyne auf Kimmich. Der ist erstmals im Offensivspiel. Gute Flanke, aber direkt auf den Kopf von Daily Blind. Da kommt Gündogan. Der hat schon eine Bude gemacht. Gündogan, Gündogan. Agüero. Eckball. Oh, Martial setzt sich außen durch gegen Kimmich, aber der holt sich den Ball sehr, sehr stark zurück. Macht bisher ein gutes Spiel auf der Rechtsverteidigerposition und leitet jetzt eventuell den nächsten Angriff an. Jawohl. Und das ist ein Foul von Busquets. Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, der hat eher den Ball noch gespielt als Morgan Schneiderlin. Und das wird wohl die gelbe Karte geben für unseren momentanen Capitano. Als ob bei so einem Freistoß Ibra antreten würde, bringt hier die Flanke in die Mitte. Pogba ist da, abgewehrt und da ist der Schuss. Oh, den dachte ich, habe ich drin gesehen. Von ausgerechnet Damian. Na, das wäre es ja jetzt gewesen.
Ah, langer Ball auf Sané, der nimmt ihn gut an und gut mit. Jetzt kommt Bailly außen, an dem muss er irgendwie vorbei und der ist halt auch schnell. Ja, ein bisschen verschätzt. Mittlerweile ist übrigens bei uns Touré drin, also Bailly's Landsmann. Der ist für Thiago gekommen. Und hat direkt mal die Schussgelegenheit, Touré. Das sah in den letzten FIFAs immer besser aus. Oh, jetzt hat natürlich... Ah, United die Chance. Huh, und war... Was? Das war doch kein Foul. Hackt es? Wo war das denn mit dem Foul? Rot? Wie lächerlich ist das denn bitte? Also beim besten Willen, das ist vielleicht mit absoluter Unwissenheit ein Foul. Aber doch niemals, absichtlich niemals unter bindender, klaren Torschance. Die Handlung war längst abgeschlossen. Letzter Mann war er auch nicht. Also rot total übertrieben. Ibrahimovic, das Ganze abgelegt. Und das haben wir zum Glück gerochen mit Jiménez. Und leiten jetzt direkt den Konter über Gündogan, aber der ist natürlich auch nicht mehr fit. Der Wechsel mag unlogisch erscheinen, ich finde aber, dass er Sinn ergibt. Wir bringen den besten Mann auf den Platz, Busquets in die Innenverteidigung. Gündogan geht dafür raus, Iheanacho geht auf rechte Seite und De Bruyne ins Mittelfeld, wo er neben Touré nochmal den besser als offensiveren und spielstärkeren Part bringen soll. Oh, was für ein Pass von... Ach, Touré auf Iheanacho. Er hat keine Anspielstation leider Gottes in der Mitte gehabt und der Übersteiger war nicht ideal und das ist ein Foul, ja. Alter, was ist mit dem Schiri los? Jetzt gibt er nur noch gelbe Karten, das ist ja lächerlich. Oh, hier, Nacho ist schneller als Pogba. Ha, kommt wieder nicht vorbei an Luke Shaw, der ein gutes Spiel macht. Und jetzt ist Kimmich zu langsam für Martial. Das könnte nochmal gefährlich werden. Busquets hat schon gelb. Touré gegen Pogba, oder nee, gegen Lukaku war es. Die 13 ist Lukaku, die 6 ist Pogba. Auf die müssen wir aber auch aufpassen. Sané, okay, wir klären das Ganze. Und jetzt haben wir nochmal die Schwäche von Damian ausgenutzt mit Sané. Wir sind in der Nachspielzeit und wir kommen wieder mit dem Übersteiger nicht vorbei. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal wieder versuche, wenn es nicht klappt. Oh, jetzt bleibt da auch noch Touré als nächstes liegen. Aber das, fand ich, war jetzt auch kein sauberes Tackling da von Pogba. Und dadurch gibt es nochmal die Konterchance für United in der letzten Sekunde der Partie quasi. Aber Kimmich, ganz, ganz stark dazwischen. Und Touré mit dem Ball auf Sergio Aguero, der wieder in die Mitte, das muss Elfmeter geben und das gibt Elfmeter. Daily blind mit dem Foul, gelbe Karte und die Riesenchance für uns, endgültig alles klar zu machen. Das Spiel ist jetzt schon durch, weil danach wieder abpfeifen. Sergio Aguero, letztes Spiel getroffen gegen De Gea, perfekter Elfmeter im linken Winkel. Und wir sind eine Runde weiter im Pokal, perfekt, perfekt, perfekt. Und was macht er? Er zeigt auf seinen Rücken. Besser kann man einen Elfmeter nicht schießen, perfekt. In den linken Winkel geballert. Und dann ist auch wie angekündigt Schluss. 2:0 Auswärtserfolg. Wir sind im Pokal eine Runde weiter, nachdem wir in der Liga unentschieden gespielt haben. Haben wir diesmal wieder gestruggelt gegen United, aber im Endeffekt doch gewonnen. Und das, naja, geht auch in Ordnung irgendwie. Damian, er war leider Gottes der, der die Riesenchance vergeben hat, der in gewisser Weise 1:0 verschuldet hat. Kimmich hat uns gerettet in der letzten Aktion. Und Aguero hat das Tor, das zweite, vorbereitet, selbst gemacht. Ja, geil. 2:0 Sieg. Besser geht's doch gar nicht. Herrlich. Ansonsten haben wir, oh, Cardiff gewinnt gegen Southampton. Crystal Palace führt gegen Portsmouth. Ansonsten, oh, Spurs hauen Liverpool raus. Newcastle gegen Wolves, 1:1 noch. Walsall, und Walsall gewinnt gegen Stoke City. Das ist krass. Oh, Sterling fällt 4 Wochen aus. Verstauchtes Knie. Herrlich. Beziehungsweise gar nicht herrlich. David Silva ist nicht zufrieden. Möchte lieber öfter spielen. Müssen wir drauf achten. Und apropos herrlich, Merchandise in der Videobeschreibung. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die nächste kommt ich weiß es nicht. Ich glaube am Freitag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, am Freitag müsste die nächste kommen. Freut euch dementsprechend drauf. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht gut. Haut rein. Und ciao.